Hallo Freunde, ein ganz kurzes Video zum Thema Nessmuck-Messer schleifen. Entschuldigt, dass es hier so ein bisschen schmutzig aussieht, aber ich habe in der letzten Zeit öfters mal mit mein Fixing Wax gemacht und Messer geschliffen. Das hier ist vom Messerschleifen zum Beispiel, das ist hier von hier oben. Rest. So, das ist das Condor Nessmuck und durch seine spezielle Form etwas schwieriger zu schleifen. So, wie die Leute immer sagen, das wird dann ein Scandi-Schliff. Das ist Quatsch, das ist ein balliger Schliff, also ein konvexer Schliff. Wie ich sagte, konkav ist so. Das ist Gandhi. So. Konkav ist so. Der geht nach oben hin. Nach außen. Und ein konvexer Schliff, der geht von oben nach innen ballig. So. Und das ist ein balliger Anschliff. Dann muss ich mit dafür, dass es, sagen wir mal, nach vorne geht, muss ich immer ein Stückchen weiter nach oben, also hochheben. Ich kann das schlecht erklären. Also ich kann nicht so machen, sondern ich muss dann so machen. Also sobald es zur Spitze geht, muss ich die Klinge anheben. Ist natürlich auch hier. Andere Seite. Und der Grund dafür, dass ich das aus dem Handgelenk mache, ist, weil es sonst dann einfacher ist. Nicht das Messer nur noch schleife durch das eigene Gewicht. Ich will zum Gottes Willen nicht sagen, dass das die einzige und beste Möglichkeit ist, dieses Messer zu schärfen. Aber es ist eine Möglichkeit. Dieses Messer ist normalerweise nicht dafür gedacht, Holz zu schneiden, sondern eine Art Metzgerarbeiten durchzuführen. Wenn es das kann, dann kann es auch ein Tier häuten. So. Das ist ja kein richtiges Bushcraft-Messer, das ist ja eher so eine Art Metzger-Messer. No.
Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bewertung, Kommentare werden gerne gesehen. Wir sehen uns. Tschüss.